Herzlich willkommen zu Schiffkos Music Talk, dem Podcast, in dem ich euch Musiker, Komponisten und Legenden vorstelle, die alle eines gemeinsam haben, nämlich die Verbundenheit zu einem Blasinstrument. Wir sprechen dabei nicht nur über Blasmusik, sondern über vieles mehr und ich freue mich, dass du dabei bist. Ein herzliches Grüß Gott und vielen Dank fürs erneute Dabeisein bei einer weiteren Episode von Schiffkos Music Talk. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, ein kurzes Wort zum Sponsor der heutigen Sendung. Vielen Dank ans gesamte Team vom Musikhaus Schagerl. Das ist meine erste Episode, wo der Interviewpartner zum zweiten Mal mein Gast ist. Wir befinden uns da im ersten Bezirk in Wien. Herzlichen Dank fürs Zeitnehmen, lieber Thomas Gansch. Bitte gern, grüß euch. Ich komme heute fast unvorbereitet zum Interview. Wir haben es schon vor, das ist über 2 Jahre her, ein langes Podcast-Interview geführt. Wir werden ein bisschen über die Zukunftspläne, über den bevorstehenden musikalischen Herbst sprechen und da auch ein großes Dankeschön an meinen lieben Kollegen Markus Nentwich für die Bereitstellung einiger Interviewfragen. So, lieber Thomas, mit was fangen wir an heute? Mir ist alles recht, aber es muss wirklich über 2 Jahre her sein, dass wir geredet haben, weil das letzte Mal habe ich, glaube ich, nur einen Bart gehabt. Dann ja, genau. Den langen Bart, den habe ich schon länger nicht mehr. Das war noch Corona. Ja. Düsteren Jahre. Es ist Mitte September, der erste kühle Tag nach dem langen heißen Sommer. Stimmt. Wir haben uns das letzte Mal Mitte Juli gesehen, bei brütender Hitze. Am 22. 22. Ja. Genau. Und wie war dein Sommer? Das war der letzte Tag, an dem ich Sport gemacht habe, zum Beispiel. Ich habe überhaupt nichts getan, es war sehr schön. Der Sommer war super. Das war das letzte Konzert, was ich gespielt habe damals. Und dann habe ich einmal knapp 6 Wochen nur zurückgezogen, mit der Familie verbracht, was sehr schön war. Das Beste war, ich habe Social Media quasi nicht gemacht. Das hat sehr gut getan. Es tut gut. Ja, ich weiß, du hast dein Profil gelöscht, habe ich gemerkt. Weil ist das so am Weg gegangen? Ich mache jetzt wieder Werbung und dann muss ich eigentlich alle taggen und dann bin ich draufgekommen, ich kann die nicht einmal mehr taggen. Aber es ist gut für die. Ich brauche Splatter, weißt, zum Kommunizieren und muss es machen, aber es zahlt am Schluss sehr ab manchmal. Mhm. Also es ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Das ich habe es versucht, nachdem ich ja einen Sommer oder mehr als die Hälfte vom Sommer in Amerika verbracht habe. Und dann immer das, da schaut man, wo WLAN ist und dann schaut man mal trotzdem wieder ein ins Facebook und mich hat das dann so gestört. Ich habe es jetzt gelöscht, ich habe noch eine Woche Bedenkzeit, bevor es wirklich gelöscht ist. Ja. Nein, lass bleiben. Aber ich habe nicht einmal noch das Verlangen gehabt zum Einschauen. Instagram habe ich, weil es einfach aufgrund des Messengers nicht anders geht, dass man mit manchen Leuten in Kontakt bleibt. Ja, ich brauche es einfach zum Verbreiten meiner Botschaften, also vor allem meiner Konzerte, wenn nicht meiner Botschaften, das ist eh wurscht, aber es ist leider ein notwendiges Tool, weil ich darf es eigentlich auch wahnsinnig gern lassen, weil es ist sehr, es wird schnell schier einmal, gerade jetzt ist wieder Wahlkampf und alle dran durch und alles ist schlecht und es prasselt sofort so viel Negatives auf einen ein, wenn man aufmacht. Das kann einem schon runterziehen. Aber wir wollen jetzt über positive Dinge sprechen. Ganz genau. Zum Beispiel über was? Fällt dir was ein? Fangen wir mal, wie meistens von vorne an, du hast einen schönen Sommer gehabt mit der Familie am Land. Ja, in der Obersteiermark meistens. Du hast ja Frühling, Sommer extremst viel gespielt. Ich habe das eben mitgekriegt, dann bei der Supergroup und dann letzter Tag und dann Urlaub. Wie hast du das mit Üben gemacht? Hast du das weggelegt, das Instrument, oder einmal? Naja, ich tue immer einmal im Jahr, im Sommer, also ich spiele immer bis Mitte, Ende Juli und dann habe ich frei bis mindestens Schulanfang, das ist immer so. Und da schenke ich quasi der Familie immer 2 Wochen ohne Instrument, offiziell. In Wirklichkeit ist es so, dass ich meistens 1 Woche nicht spiele und dann fange ich heimlich wieder an. Aber ich stehe dann einfach in der Früh auf um 5 Uhr und übe 2 Stunden, wenn die anderen aufstehen, ist schon vorbei und die haben nichts gemerkt. Und dann tue ich so langsam wieder vorbereiten. Und was aber jedes Jahr ein bisschen schwieriger wird, wird dann wirklich den Kampfansatz herrichten für sowas wie ein Notzielpreiskonzert. Da muss man nämlich dann über die Schmerzgrenze drüber gehen können. Und das geht nur, wenn man also unter Wettkampfbedingungen übt. Und das heißt aber dann auch,
das tut weh auch. Also das ist gar nicht so ohne. Und dann zahlt es gleich mal Fieberblasen auf oder man tut sich weh und dann muss man über das ein bisschen drüber arbeiten, bis man das wieder gewöhnt ist als so Ganze. Wie lange hast oder wie lange brauchst du generell von der Pause zum, ich meine, du bist sicher nachher gleich frisch, aber zum Kampfansatz, dass du sagst, jetzt. Ja, das ist mindestens so lang, wie die Pause war. Okay. Mindestens, normal länger. Aber ich mache nie länger Pause, weil es mir so am Zager geht, das wieder anfangen. Das ist so anstrengend. Andererseits ist es nicht gut, den Kopf freizukriegen und einmal nichts zu tun. Also da muss man auch das ist ein zweischneidiges Schwert. Das ist ein Wahnsinn. Vielleicht ist das Thema des heutigen Podcasts das zweischneidige. Ja, genau. Gutes Thema. Ich habe einmal eine lange Pause gemacht und ich plane im übernächsten Jahr wieder eine lange Pause zu machen. Und das eine Mal habe ich dann wirklich einen Monat nichts gespielt. Und da habe ich dann in Summe, bis ich wieder auf Vollkampfansatz war, habe ich 7 Wochen gebraucht. Also prinzipiell konnte ich nach 2 Wochen wieder spielen, ein Konzert, aber ich habe dann nicht ein Konzert gespielt, sondern 7 in einer Reihe. Und das erste Konzert ist super gegangen und das zweite ist überhaupt nichts mehr gegangen. Also das war, wie wenn man einen Marathon läuft, aber man hat nicht trainiert. Mhm. Das ist das Problem. Mhm. Also bis die Pappen diese Extrembelastung, wie es bei mir halt immer ist, ja, aushält, da muss ich lang hinkämpfen. Das ist ja genau das. Ich habe jetzt auch über einen Monat, ich habe schon gespielt drüben, immer wieder mal Instrumente ausprobiert und dann spielst du 20 Minuten. Aber 4 Stunden durchgespielt. Und dann am nächsten Tag 3 Stunden. Da habe ich jetzt auch Ende August, Anfang September, da habe ich schon geschaut daheim. Mhm. Das, da war es gut, man hätte so einen Bierzeit-Kick, gell? Ja. Wo genau. Man jeden Tag 10 Stunden spielen muss. Ja, bei mir kommt im Sommer das dazu, ich spüre trocken. Ja. Und wenn ja. Man dann schwitzt. Ja, ja, spüre auch noch. Wow. Und das ist einfach ein ganz anderes, ja. Die Herumrutscherei. Ich kann zum Beispiel im Sommer, ich muss immer schauen, dass ich lange Ärmel habe, weil sonst geht es sich nicht aus beim Spülen. Also immer wischen. Genau, immer abwischen. Mhm. Und dann muss man auch schauen, was für Faser zieht man an. Gell? Die groben sind, grobe Baumwolle. Nach einer Stunde wird es dann. Ja, und es gibt da eigentlich so Tierchen, wo man sich die mitnimmt. Manchmal kriegt man beim Konzert Frage, haben sie vielleicht irgendein Handtuch oder ein Geschirrtuch, was ich mitnehmen kann. Und manchmal sind die so, dass die nicht aufsaugen, sondern dass die das nur verwischen. Ja, ja. Das ist immer eine ziemlich eine spannende Situation. Aber das macht nur härter. Ja, was einen nicht umbringt, macht dann bekanntlich härter. Wieder 2 Seiten der Münze. Ne? Ja, genau. Tod oder Ansatz? Tod oder Ansatz. Ja, gehen wir gleich in Herbst. Ja. Es steht ein musikalischer Herbst bevor, musikalischer Winter. Ich bin schon mittendrin im musikalischen Herbst, aber für mich sind es immer, ich lebe wie Vivaldi, sind immer die 4 Jahreszeiten. Mhm. Und es ist immer viel zu tun. Aber jetzt im Herbst, ich arbeite jetzt hin auf die nächste Supergroup-Tour natürlich wieder. Es gibt aber auch ein kleines Alpen und Glühen. Durchschall, es sind nur 3 Konzerte, aber es ist auch schön. Aber das sind die 2 größeren Sachen und sonst bin ich halt unterwegs mit den üblichen Verdächtigen. Nozi Brass hier und wieder ganz bald dort und eine Schlagertherapie hier und ein Breinschmidt-Konzert dort. Also Zugfahren, Fliegen, Reisen. Ja, Reisen, wie schön. Gott sei Dank nicht so viel Fliegen. Das war im ersten Halbjahr schlimmer, weil wir da weiter weg waren. Mhm. Aber jetzt ist mehr Zug, was je nachdem auch mühsamer oder einfacher sein kann. Und ja, Auto, das ist immer so. Wenn man nicht selber fahren muss, ist super. Genau. Aber wenn man selber fahren muss, ist es auch anstrengend. Aber ich freue mich natürlich wieder auf die Supergroup, weil mir gefällt es einfach am besten, je größer ein Kapern ist, desto mehr macht es mir Spaß, weil das ist so wie eine Fußballmannschaft. Und man reist gemeinsam und trainiert gemeinsam und feiert gemeinsam und spielt gemeinsam. Das ist was sehr Schönes. Wir haben eine Österreich-Rundfahrt vor uns. Ja. Quasi. Wir treffen uns in Wien. Gibt es einen Probentag. Ja, und aber dann spielen wir aber in Rosenheim und das ist nicht in Österreich. Nicht das muss in man Österreich, jetzt gleich mal dazu sagen. Genau. Und dann ist aber alles in Österreich. Dann ist alles in Österreich. Ja. Stimmt. Wo spielen wir überall? Linz, Schwarz. Linz, Innsbruck. Oder in Schwarz. Dann Ossiach. Ossiach, Wien und noch was. Graz. Graz ist auch dabei. Graz ist auch dabei.
Und ich weiß jetzt nicht, ob nur was fällt, aber wir spielen 6 Konzerte. Und das ist halt das Schönste, wenn man jeden Tag spielt, weil dann entwickelt sich sowas auch so schön. Ne? Das haben wir jetzt im Juli auch gesehen, da haben wir auch eine Tour gehabt, eine schöne. Und ja, ich freue mich einfach wieder drauf, dass wir miteinander unterwegs sind. Und wir spielen halt, das ist ein sehr schweres Programm und auf das freue ich mich auch. Gehen wir zum Programm, das interessiert sicherlich sehr viele. Es wird ja, oder es wurde ja auch schon im Sommer beworben mit Blasmusik aus Hollywood. Im Sommer haben wir bei 2 Konzerten schon die ganzen Hollywood-Sachen auspacken müssen, aber nur unter Druck entstehen Diamanten und das ist dann auch, das war dann auch sehr klasse. Und jetzt im Herbst ist wirklich der Schwerpunkt Filmmusik, wobei aber natürlich wir trotzdem auf die bewährten tschechischen Schlachtschiffe zurückgreifen werden. Genau. Ich habe irrsinnig viel gearbeitet heuer und habe viel John Williams arrangiert und ein bisschen Morricone und ein bisschen Henry Mancini und ich weiß gar nicht was noch. Aber das vor allem das John Williams Repertoire hat man, das wollte ich immer schon mal spielen. Und ich habe mir beim Schreiben so gedacht, das müsste sich theoretisch ausgehen, weil es wahnsinnig schwer ist, das zu übersetzen von so einem 120er Orchester auf ein 20er Blaskapell. Aber nachdem wir glücklicherweise eine Klarinetten-Section haben, die in jeden Höllenritt mitgeht, ist es auch möglich gewesen, die ganzen Streichersachen unterzubringen. Also ich war sehr happy mit dem Ergebnis und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und ich schreibe nur ein bisschen was dazu, aber so schwer wird es jetzt nicht mehr, hoffe ich. Das Asteroidenfeld ist quasi das, die Messlatte. Die Asteroiden sind das Schwerste, glaube ich, und das haben wir schon mal geschafft, also das geht sich wieder aus. Und alles, was ich jetzt noch dazu schreibe, werden eher so Sachen, wo die Leute, die auch alle Leute kennen und wo alle diesen Effekt haben. Und das macht die Supergroup so einzigartig, weil es gibt natürlich auch viele John Williams Arrangements für Brassbands und Brassformationen, aber jetzt wirklich für Blaskapellen. 4 Tenorhändel, 3 Klarinetten, 3 Posaunen, das macht das Ganze dann wirklich einzigartig. Aber arrangementtechnisch sauschwer. Natürlich, ne, aber ich spiele ja auch nur Leute mit, die das irgendwie zusammenbringen, insofern mache ich mir keine Sorgen. Es war auf jeden Fall sehr herausfordernd im Juli und gleichzeitig sehr befriedigend. Also ich habe sehr viel Spaß gehabt. In der Werft mit 7 Sekunden Nachhall? Ja, es hat, ob das Hilfe oder Schaden war, wissen wir nicht. Aber beim ersten Mal ausprobieren haben wir 7 Sekunden Hall gehabt. Ich glaube, es hat uns eher geholfen. Es hat unsere Spuren verwischt. Der Louis hat gesagt, mein erster Musiklehrer, der ist auch Tontechniker, hat gesagt, wo die Not am größten, dort der Hall am nächsten. Ah, sehr schön. Ja. Nein, es war schon sehr cool. Ja, ich habe an meinen Vater denken müssen, bevor wir auf die Bühne gegangen sind, weil der hat vor jedem Wertungsspiel oder beim Aussiege gesagt, vom Aussiege, oh Maria, hilf. Ja, aber das ist, wie du auch vorher gesagt hast, wenn man dann so eine Woche, 10 Tage beieinander ist, es entsteht dann einfach sehr viel. Ja, ja. Es spielt sich zusammen und das sowieso, also um die Qualität braucht man sich keine Sorgen machen, weil alle das Beste wollen. Also da ist kein Obizarer dabei und da ist keiner dabei, der das nicht gern macht. Also da sind wirklich alle mit Begeisterung bei der Sache und das macht es halt auch aus. Mhm. Und das mögen sie alle gern. Ja. Das ist eine super klasse Partie. Das ist immer wieder so schön, wenn man dann wirklich tagelang nebeneinander biegt und da gibt es einfach nichts. Mhm. Man fährt gemeinsam U-Bahn, man fährt gemeinsam Zug. Man wartet gemeinsam. Man fährt gemeinsam Bus, das darf man nicht vergessen. Bus, ja, genau. Und sei es nachdem ich war. Genau. Ja, ich möchte da ganz kurz noch einhaken, vom Sommer zum Herbst. Mhm. Übepause, wieder anfangen, Kampfansatz herstellen, aufbauen. Mich würde das selber einfach interessieren, der Anteil. Wie viel musst du machen, ansatztechnisch, bläsertechnisch, dass du sagst, okay, ich bin auf Kampfansatzniveau, nach einer Pause. Und wie viel Zeit wendest du da aber auf für deine ganzen Programme? Du hast alles auswendig im Kopf. Nein, ich habe nicht alles auswendig im Kopf. Das ist, aber, das ist ein Irrglaube. Das ist eine Legende, die so nicht stimmt. Ich merke mir Sachen leicht auswendig, aber alles auswendig im Kopf habe ich nicht. Und wenn es komplizierte Sachen sind, dann muss ich die auch auswendig lernen. Und nur habe ich dann das Glück, wenn ich es einmal auswendig gelernt habe, dann verliere ich es nicht ganz so schnell wieder. Mhm. Also wenn man zum Beispiel bei Notilbras
gibt's auch Kollegen, die tun sich da schwerer. Also wir lernen alle Sachen auswendig, aber wenn wir dann einen Monat nicht gespielt haben, dann hat es der eine schwerer, das wieder zu spielen als der andere. Weil ich glaube, nach einem Monat geht trotzdem noch alles bei mir recht gut, ohne dass ich groß nachdenken muss. Mhm. Aber wenn wir was einmal 2 Jahre nicht gespielt haben, dann ist es bei mir auch komplett weg. Also dann vergiss ich es auch wieder. Vor allem, wenn es komplexe Sachen sind. Mhm. Eine einfache Melodie oder die ganzen Märsche, die in meiner Kindheit mit der Blaskapelle gespielt habe, die kann ich alle auswendig zum... Also die meisten, das habe ich einfach nie vergessen. Mhm. Aber das ist halt auch einfach strukturiert. Mhm. Kommt immer drauf an. Auch das ein zweischneidiges Schwert. Thema Gruppen, verschiedene Formationen, verschiedene Stilrichtungen. Du bist brutal viel unterwegs. Thema Reisen haben wir schon besprochen. Woher nimmst du deine ganze Energie für diese vielen musikalischen Aktivitäten? Auch zum Beispiel beim Busfahren, wir sind einmal nebeneinander gesessen, du bist permanent am Hackeln. Das ist so immer arrangieren und diese Energie ist, also für mich ist das unglaublich und du bist ein großes Vorbild in der Hinsicht. Ich bin oft auch gar nicht am Hackeln, sondern nur am Plätzchen machen. Ich tue dann nur ein Handy spielen oder irgend so ein Plätzchen. Darum muss man sich ja so zwingen, dass man sich das angewöhnt, weil das nimmt einem so viel Energie und Zeit weg, die man eigentlich braucht. Nein, bei mir so, ich komme, wenn ich frei habe, schaffe ich es nicht, dass ich arbeite, also dass ich mich hinsetze und was schreibe. Für mich ist die Zeit im Bus, im Zug, beim Warten am Flughafen, das ist ideal, damit ich zum Beispiel Musik komponiere oder arrangiere. Mhm. Das ist ideal, weil da habe ich nichts anderes zum Tun und mich stört keiner und ich kann das machen. Mhm. Aber ich kann mich nicht, wenn ich frei habe, daheim hinsetzen und jeden Tag komponieren. Also das schaffe ich nicht, weil bei mir ist einfach zu viel los daheim. Mhm. Also meine Situation ist die, ich habe 4 Kinder mit 3, weil die noch kleiner sind, lebe ich permanent zusammen und mit meiner Frau natürlich. Und eine große Familie muss man natürlich auch ernähren. Das heißt, ich muss einfach viel arbeiten, bin zum größten Teil freischaffender Musiker, obwohl ich auch unterrichten tue am Jamlab. Aber ich habe die Wahl jetzt gar nicht so, dass ich mir jetzt einmal dort eine Auszeit nehme und da. Ich muss einfach schauen, dass ich das alles drüber bringe. Ja. Ich finde es trotzdem faszinierend, wenn du gesagt hast, der Flughafen, da habe ich nichts anderes zum tun. Okay, Computer außer. Und was arbeiten, in welcher Art auch immer, ob man jetzt was organisiert oder was arrangiert oder. Da musst du aber auch total schnell umschalten können, weil bei mir ist es umgekehrt, wenn ich daheim bin und auf Nacht nichts zum tun habe, dann kann ich mich vor den Computer hinsetzen und das machen. Aber wenn ich jetzt am Flughafen bin oder im Bus und da ist was rundherum, habe ich überhaupt keine Chance. Ja, aber das ist die Lebenssituation einfach eine andere. Ich habe das nie, dass ich heimkomme und das ist nichts. Ja. Also das kommt quasi nicht vor. Ich gehe auch nie privat mit einem Freund von mir auf ein Bier. Das geht sich fast nie aus. Ja. Darum schaue ich mir, dass ich mit Freunden von mir zusammen spiele, weil dann können wir nach dem Spielen ein Bier trinken und das ist auch Gaudi. Aber ich muss immer sehr situationselastisch, hat einmal ein Politiker gesagt in Österreich, muss ich immer agieren und darum hat sich das einfach so angepasst. Aber wenn ich jetzt keine Familie hätte und allein leben würde, dann schaut das auch alles komplett anders aus, dann würde ich weniger spielen und wahrscheinlich mehr daheim am Abend komponieren, weil ich da auch Ruhe hätte. Aber das ist halt nicht so. Ich weiß, früher, wie ich noch keine Familie gehabt habe, habe ich oft, erstens einmal war ich ein Nachtmensch, meistens habe ich dann in der Nacht komponiert. Und bin dann um 6 in der Früh ins Bett gegangen. Und ja, das war aber eine andere Zeit. Das ist heute nicht mehr so. Heute stehe ich um 5:30 auf. Und heute habe ich eher das Problem, mein Rhythmus würde eigentlich sagen, geh um 10, 11 auf den Tag schlafen. Und wenn ich dann auf Tour bin, wird es immer 1 oder 2. Und dann wache ich aber trotzdem um 5:30, 6 auf. Das ist, das weiß ich noch nicht, wie ich das ausbehandeln soll. Und am Nachmittag gar keinen Einbruch. Oh ja, aber dann meistens habe ich keine Chance, dass ich dem nachgebe. Es ist halt so, wenn ich 5 Tage spielen war, bin ich fertig und müsste eigentlich nur schlafen, dann komme ich heim und habe da aber auch keine Ruhe. Also letztlich werde ich im Leben, glaube ich, ein Viertel vielleicht der Zeit geschlafen haben. Ja. Du bist jetzt wie alt, Thomas? 48. 48. Machst Musik auf allerhöchstem Niveau? Ich hoffe. Oh ja. Hast du selber auch ein Ziel gesetzt, wie lange du auf dem, ich sage jetzt nur mal, bläsertechnischen Niveau bleiben möchtest? Oder für dich selber
Ja, das ist eine relativ einfache Geschichte. Ich kann es nicht beeinflussen. Mhm. Ich kann nur weiter hart arbeiten und Disziplin haben. Mhm. Wenn meine Zenten mitmachen und wenn mein Hirn mitmacht und die restliche Gesundheit, glaube ich, dann kann ich schon bis 75 auf der Bühne stehen. Also da sehe ich jetzt keine großen Probleme. Aber es kann halt immer was sein. Mhm. Was weiß ich, vielleicht merke ich mir irgendwann nichts mehr, vielleicht gehen die Zenten immer, vielleicht kriege ich irgendwann vokale Dystomie oder was weiß ich, man kann ja alles kriegen, man kann den Teufel immer an die Wand malen. Andererseits habe ich gesehen bei anderen Kollegen, wenn die gesund bleiben und nichts Gröberes dazwischen kommt, dann kann man als Bläser doch relativ lang eigentlich sogar besser werden von der vom Blastechnischen. Mhm. Vielleicht wird es vom Technischen, also von Fingerfertigkeit und so, vielleicht wird das ein bisschen schwerer, aber ich glaube, die große Erfahrung, die wir uns haben mit der Zeit, hilft dann andererseits wieder sehr. Zum Beispiel, eines meiner großen Vorbilder ist der Maurice Murphy, ne? Das war der erste Trompeter von London Symphony Orchestra, und der hat irgendwann, ich glaube mit 65 oder mit 70 hat er aufhören müssen, weil es einfach gesetzlich nicht mehr anders möglich war. Der hätte aber nur weiterspielen können. Es ist einerseits, ich kann nur das dafür tun, was ich tun kann, also diszipliniert sein, und alles andere ist einfach eine Klicksache und das Schicksal wird sich dann eh weisen. Mhm. Kann auch sein, dass man morgen beim Aussehen ein Zegel am Schädel fällt und ich kann überhaupt nichts mehr tun. Ja. Weißt du? Aber ich habe das in Hollywood jetzt wieder drüben gesehen. Wir kennen ja da viele Musik, also Bläserlegenden von den ganzen Soundtracks, unter anderem, und da sind jetzt einfach auch schon viele dabei mit der Anfang 70. Und die sind im Geschäft und die spielen und das klingt hervorragend und das sind. Na gut, da muss man wieder sagen, dass die Amerikaner in der Situation sind, dass dort die meisten nie aufhören können, weil das einfach dort so vom Sozialsystem. Das ist das Nächste, genau. So anders und halt auch schlechter organisiert ist. Wenn ich denke, von wie viel großartige, eigentlich weltberühmte Jazzmusiker ich schon Spendenaufrufe gelesen habe, wo irgendwer ein Crowdfunding macht, um die Medical Bills zu zahlen, also ja. um die Gesundheitsversorgung gewährleisten zu können, wenn der nicht mehr fit ist und nicht mehr spielen kann, wo man sich denkt, dass das sein muss, ist schon entwürdigend, aber es ist dort auch part of the game. Oder wie viele Musiker schon einfach gestorben sind auf einmal, gerade in Amerika, weil sie immer gesagt haben, nein, alles in Ordnung, ich kann spielen, alles gut, und haben einfach nie auf sie geschaut, weil sie auch, und das habe ich auch schon oft erlebt, nicht riskieren wollen, dass jemand mitbekommt, dass ihnen schlecht geht, weil dann haben sie wieder Angst, dass sie ihre Jobs nicht kriegen. Also es ist ein Teufelskreis, dass man in diesem Hamsterrad zugrunde geht. Da bin ich schon sehr froh, dass ich auf unserem Kontinent lebe, oder in unserem Land vor allem, wo das noch nicht so ist. Ja, das stimmt. Du hast gesagt, berühmte Jazzmusiker. Da ist mir jetzt gerade die Frage eingefallen. Du hast mit so vielen guten Leuten Projekte gemacht, bist zusammen auf der Bühne gestanden, mit den bekanntesten der Bekannten, wenn ich jetzt nur an einen Wynton Marsalis denke, im Konzerthaus. Steht noch wer auf deiner Bucketlist mit dem, was du spielen möchtest, ein Projekt machen? Ach Gott, eigentlich, mein Ziel war immer, ich möchte so gut sein, dass wenn ich wohin komme, die Leute sagen, geh, steig ein, spiel mit uns, spiel mal was miteinander. Und das ist mir in irgendeiner Form geglückt. Und dann habe ich halt, ich wollte immer mit dem Wynton spielen, das war mein großer Traum, das ist mir mittlerweile schon ein paar Mal gelungen. Und jetzt, wo wir das aufzeichnen, ist vor 3 Tagen die Katharina Valente gestorben. Das wäre die ganz große gewesen, aber da war mir schon klar, das wird sie wahrscheinlich nicht mehr spielen. Ansonsten, glaube ich, habe ich jetzt keine großen Träume, weil es ist immer irgendwie schön und es ist total schön, wenn man, wie zum Beispiel mit der Brass Class da vor 2 Jahren, wenn man mit jungen Menschen was auscheckt und das dann präsentiert und wo man mitkriegt, wie alle mitfiebern, und das ist genauso schön, wie wenn ich bei Wynton Marsalis mitspielen darf, und es ergibt sich überall immer auf eine andere Art.
etwas, wofür es sich lohnt zu leben für mich. Also für mich ist einfach Musik und Musik machen, das ist für mich das Hexte. Und das Ganze gibt es dann immer auch im Doppelpack mit einem sozialen Erlebnis. Und das taugt mir eigentlich immer auf allen Niveaus, in allen unterschiedlichen Klassen. Also ich freue mich über jede musikalische Begegnung, die mit Herz passiert. Der soziale Aspekt ist ja das Wichtige. Wenn das drumherum dann passt, dann potenziert sich ja einfach das Erlebnis, was man hat, und diese Glücksmomente. Ja, und es ist beim Musikmachen, es geht immer um Kommunikation, Inspiration und das Herstellen eines gemeinsamen Verständnisses. Das geht nur in der Musik. Weil ich kann mich hinsetzen und wem anderen eine Stunde lang erklären, warum das, was er glaubt, nicht stimmt und das, was ich glaube, stimmt. Wir werden uns aber auf die Art wahrscheinlich nicht erreichen oder gegenseitig überzeugen, sondern man tut immer nur Standpunkte einzementieren. Während man aber, wenn man miteinander spielt, kann man entgegen aller Differenzen gemeinsam was schaffen und gemeinsam ein Verständnis füreinander entwickeln und an dem arbeiten. Es ist so ein Teppich, den man gemeinsam webt, auf dem man aber auch dann steht oder sitzt oder was auch immer. Und das ist das Wichtigste eigentlich an Musik machen, finde ich. Wenn du zurückblickst jetzt mit diesen ganzen vielen Formationen, was du unterwegs warst, was du unterwegs bist, rein locationmäßig, was war für dich das Schönste, das Atemberaubendste, was du gespielt hast bis jetzt? Atemberaubend, ich kann mich erinnern, wie wir vor 20 Jahren in die Royal Albert Hall eingegangen sind und ich bin im vierten Stock auf und habe runtergeschaut, wie ich wahre Knie gekriegt habe. Wo ich mir gedacht habe, ja, bist du deppert, das ist ein Häfen. Also das war schon sehr aufregend und auch ein bisschen überwältigend und da war ich auch sehr aufgeregt beim Spielen. Aber es war dann ganz ein tolles Erlebnis und es war eine unvergessliche Nacht. Ja, dann natürlich das erste Mal, wo mich der Winton dann aufgeholt hat auf die Bühne, wo ich mit seinem Quartett dann gespielt habe. Das werde ich auch nie vergessen. Das war auch atemberaubend, überwältigend. Und oder auch was mich auch sehr bewegt hat, war vor einem Jahr, wo wir mit der Supergruppe am Woodstock gespielt haben, wo ich gemerkt habe, die hören uns zu. Das hat mir auch irrsinnig getaugt. Also es ist austauschbar. Das Besondere ist ja meistens in dir drinnen und nicht im Außen. Aber das, was eine Situation so unglaublich wichtig macht, das bist du selber. Ne? Mhm. Insofern kann auch, oder wie ich zum letzten Mal mit meiner Schwester aufgetreten bin, wo wir alle gewusst haben, sie wird nicht mehr lang leben. Das war auch zum Beispiel eine Sache, die werde ich nie vergessen. Das war irrsinnig schwer und hart, aber auch auf eine Art irrsinnig schön und auch überwältigend. Mhm. Also, ja, es gibt viele unvergessliche Dinge. Und ich bin sicher, es werden auch noch viele unvergessliche Dinge passieren. Wo ich immer wieder E-Mails oder Nachrichten kriege bei dem Podcast, wenn man jetzt so die Musiker von den berühmten Brassgruppen fragt, Thema Reisen und so weiter, zum Beispiel von Roter Bertel, die Geschichte mit Mexiko und mit den Instrumenten und so weiter. Mhm. Wir haben jetzt über die schönsten Locations und Auftritte gesprochen. Erzählt so eine Anekdote vielleicht, wo alles schiefgegangen ist, vom Reisen, Instrumente, wo dann in letzter Sekunde dann vielleicht... Naja, sowas passiert fast zu oft, dass man da die Rosinen aus dem schlechten Kuchen picken kann. Also was man ständig erlebt, ist ein desolates Bahnnetz und wie am das eine haut in die Gruben, in der man nicht sein will. Das passiert ständig. Also wir sind viel mit dem Zug unterwegs und viel in Deutschland mit dem Zug unterwegs. Und das kann einem schon den letzten Nerv rauben. Und es ist immer schlecht, wenn man wegen so einem Tag dann einfach komplett fertig zu einem Gig kommt. Das ist einfach schier. Aber letztlich sind wir eigentlich immer irgendwie hinkommen, das muss man auch sagen.
ein besonders skurriler Gig, das war, das ist lang her, da hat der Roman Rindberger und der Soltan Kisch, die haben noch nicht einmal mitgespielt. Das war nur der Sonnwolfi und der Wassel. Aber wir haben einmal, da haben wir das Programm 7 haben wir da schon gespielt, glaube ich. Oder war Smoke? Kann auch Smoke sein. Auf jeden Fall, wir haben gespielt in Bayern, bei einem Metzger im ersten Stock. Und da waren, glaube ich, 7 oder 10 Leute Publikum da. Und wir haben dann überlegt, was machen wir jetzt? Und gesagt, na, wir spielen jetzt. Und dann haben wir das ganze Programm gespielt. Und das war wahnsinnig skurril. Also es, eigentlich hat nichts funktioniert an dem Tag. Aber wir haben es dann durchgezogen. Und es war dann ein super Abend. Also auch im Schlechten kann Gutes sein. Die Zweischneidigkeit begegnet uns auch hier wieder in dieser Frage. Ja, das ist wie ein roter Faden. Ja. Zieht sie sich. Wie ein zweischneidiger Faden. Genau. 7 Leute waren Metzger im ersten Stock, das stelle ich mir echt arg vor. Ja, ich glaube, das hat Icking geheißen oder Beating, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall ein kleines Nest irgendwo in Bayern. Das war jetzt ein Metzger mit einem Wirtshaus, das er betrieben hat. Aber im ersten Stock, da war so ein Säue für, vielleicht sind da reingegangen 100 Leute, ich weiß nicht, war eh was Kleines. Mhm. Aber damals hat uns auch keiner kennt und das, ja, der wollte das machen und dann haben wir dort gespielt. Vor 7 oder 10 Leuten, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, aber ich würde es bereuen, wenn wir es nicht gemacht hätten, wenn wir gesagt hätten, nein, da reißen wir jetzt wieder ab, das hat keinen Sinn. Nein, wir haben es durchgezogen, gehört auch dazu, zur Schule. Und ja, sonst die üblichen Sachen, ne? Man fliegt wohin, das Gepäck kommt nicht mit, da habe ich wieder das Glück, dass die Trompete immer bei mir habe, weil es ein kleines Instrument ist, aber da kommen fallweise die Posaunisten und immer der Tubist dran. Das ist immer mühsam. Oder dass man halt sein Koffer nicht kriegt und man hat nichts zum Anziehen und kein Zahnbürstel und ist einfach aufgefressen und die anderen, für die anderen ist alles ganz normal. Das gehört dazu. Manchmal schluck ich die gerade und dann schluckt es wieder wer anders und das, da muss man irgendwie durchstecken. Ich bin Gott sei Dank nicht mehr so mürrisch wie früher mal. Aber obwohl mich das Herumreisen schon sehr schnell angezahlt. Aber ja. Man wird dann abgebrüht, aber einfach. Man wird abgebrüht. Außerdem, ich meine, ich jammert auf höchstem Niveau, mir geht es ja sonst gut. Ich bin gesund und ich habe eine Arbeit und die Familie ist gesund und woanders haben sie nichts zum Essen und ich reg mich dann auf, wenn mein Koffer nicht da ist. Das ist auch immer in Relation. Aber es nutzt halt dann nichts, weil man dort steht und man ist miert und verschwitzt und angefressen. Dann ist es so. Das hilft. Du hast vorher schon kurz erwähnt, das Thema Alpen und Glühen. Es gibt eine Mini-Tour im Herbst. Ja, wir spielen wieder 3 Konzerte. Allerdings bereiten wir uns schon auf nächstes Jahr vor, weil wir nächstes Jahr ein großes Projekt machen, wo Alpen und Glühen, also wo die Musikerinnen und Musiker von Alpen und Glühen involviert sind. Das Projekt heißt ZAM. Und da geht es eher ein bisschen um diesen sozialen Aspekt des Musizierens. Und da arbeiten wir mit dem Chor zusammen, mit dem Chor Ad Libitum und dann am Land auch mit direkt mit Chören vor Ort und mit dem Publikum auch. Und das ist der Versuch, dass man möglichst die Leute eben zusammenbringt. Und dafür schreiben wir ein eigenes Programm, wo auch das Publikum quasi interaktiv mitmachen wird können. Also die werden mitsingen, das wird mit dem Publikum einstudiert und dann soll das so nicht nur ein Konzert sein, sondern auch ein Happening. Da gibt es dann vorher jeweils auch Podiumsdiskussionen, Workshops. Man soll also wirklich überall aufs Land gehen und die Leute aufeinander zubringen und gemeinsam was machen. Und das eben haben wir uns gedacht mit der Klangwelt, die wir aufmachen können und das dann gemeinsam mit einem Chor. Ich glaube, dass man da sehr tief eindringen kann, nämlich in die Herzen der Menschen. Absolut. Das klingt jetzt kitschig, aber das stelle ich mir schon so vor, dass das funktioniert. Ja. Musik soll ja berühren, es geht ja darum. Im Idealfall lässt es einem nicht kalt. Und ja, und mir wäre es halt auch wichtig, dass man dann nicht, dass man irgendwo hingeht und mit dem Holzhammer irgendwelche politischen Botschaften verbreitet, nein, überhaupt nicht, sondern es geht wirklich nur darum, über Musik ein Ventil aufzumachen und dort einen Austausch dann zu fördern. Also in meiner Vorstellung spielen wir dort, zuerst wird irgendwie diskutiert, dann ist das Konzerterlebnis und dann gingen die Leute so richtig geöffnet aus und haben einen Erkenntnisgewinn und
reden dann miteinander und reden mit uns und so versuchen wir halt quasi so einen Nährboden zu schaffen für einen Dialog. Weil ich glaube, an alle Ecken und Enden merkt man das jetzt, dass es schwieriger wird, dass man die Leute zusammenbringt. Und dass sie sich nicht, also zusammenbringen, dass sie sich nicht voneinander abgrenzen. Mhm. Dass sie die Leute nicht über Abgrenzung voneinander definieren, sondern dass wir es wieder schaffen, dass wir sagen, du sagst so und ich sag so und jetzt gehen wir Schnitzel essen. Ja. Oder was auch immer. Ne? Aber es ist so einfach, dass das mir ist das auch extrem, mir geht das extrem dagegen, dass man immer alle Leute, jetzt gerade wieder im Wahlkampf, werden sofort in eine Schublade reingetan. Das ist doch nicht der Sinn der Sache. Ja. Wir müssen uns gegenseitig ernst nehmen und Probleme muss man auch ansprechen und man muss darüber sprechen und dann muss man gemeinsam irgendwelche Kompromisse finden, weil das ist ja Politik. Ja. Und auch nicht nur auf Social Media hinbecken und irgendeinen Scheiß reinschreiben, ja. Was man sich jetzt... Gut, das ist nämlich so leicht. Aber daheim sitzen und in einer Computertastatur eine schimpfen ist das Allerleichterste. Ja. Nur blöderweise heute hört halt jeder. Ne? Ja. Egal, reden wir vielleicht von was anderem, weil dieses Schwert ist geradezu einschneidig aus meiner Sicht. Ja, genau, das passt überhaupt nicht zum Thema. Nein, das passt schon, weil alles hat zwei Seiten. Es ist ja auch wieder die Vernetzung der Welt, das ist natürlich, bietet unglaubliche Vorteile. Ne? Die Schnelligkeit der Kommunikation, ja. Wie du warst in Amerika, warst du vor 20 Jahren in Amerika gewesen, so lang, ohne die Kontakte, die du gehabt hast? Nein, keine Chance. Es ist heute eben so, man trifft wen und man ist sofort in Kontakt und hat die Möglichkeit, den Kontakt immer in Echtzeit quasi zu halten. Mhm. Und das ist halt... Das hat auch mit daheim, da. Was passiert gerade daheim, man ist immer dabei. Und ja gut, man, Allah, wie oft kriegt man in den letzten 25 Jahren ein SMS, wo drin steht, ich komme in 3 Minuten oder so. Ja. Ja. Das ist ja völlig absurd, ne? Wenn du dann früher denkst, ja, dann hast du gesagt, wir treffen uns dort und da und hast dort gewartet und wenn einer 4 Stunden später gekommen ist, ist er 4 Stunden später gekommen. Ja. Weil es ausgemacht war. Genau, und wenn es ausgemacht war und du warst streng, dann warst du nicht mehr da oder hat er Pech gehabt. Mhm. Aber dieses... Mich würde mal interessieren, eine Statistik über Autounfälle, wie viele tödliche Autounfälle passiert sind, weil der Unfalllenker ein SMS geschrieben hat, wo drin gestanden ist, ich komme in 5 Minuten oder ich verspäte mich etwas. Und dann hat er was übersehen und ist in den Graben gefahren. Ich meine, wie oft bin ich in letzter Zeit auf der Autobahn, fahre ich auf der linken Spur und von rechts kommt einer ganz langsam auf, ja, da merkst auf meine schon. Spur und ja. Da weiß ich schon, der ist am Handy. Das ist ganz, ganz oft und omnipräsent. Mir fällt das immer auf, wenn ich am Donnerstagabend ins Burgenland fahre, Südautobahn, die Lieferwegen. Mhm. Natürlich, die Leute, die den ganzen Tag arbeiten, wollen heim, schnellstmöglich. Mhm. Und dann auf einer Distanz von 700, 800 Meter braucht er 4 Meter rechts, links. Ja, ja. Dann ja. Schaust, dass du vorbeikommst und dann hat er das Handy in der Hand. Ja. In Amerika ist das übrigens ja, noch häufiger. Unfassbar. Ey. Aber in Amerika darf man rechts überholen. Das ist der Vorteil. Ja. Man kann sich ein bisschen so dynamisch anpassen an das Vorverhalten. Aber es ist Los Angeles Verkehr. Ja, Katastrophe. Wahnsinn. Auch in der Nacht. Ich bin einmal dann vom Flughafen in meine Wohnung gefahren. 2 Uhr in der Früh. Haben wir gedacht, jetzt bin ich auf dem leeren Highway, auf der leeren Autobahn. Dort fahren sie. Also wenn Speedlimit 65 ist, dann fährst du immer auch mit 70. Und die überholen die mit 120 Meilen. Ja, ja. Und da kracht es an allen Ecken und Enden. Mhm. Also, okay, wir haben Alpen und Glühen. Superschöne Idee für ein Projekt übrigens, für nächstes Jahr. Ja, sehr ich, cool. Ich, großer Aufwand. Großer Aufwand, aber die Sache auch wert. Der Leonard wird auch mitmachen als Komponist, wird uns cool. Was schreiben für die Besetzung und Chor. Finde ich auch spannend, wann wer von außen kommt und was macht. Mhm. Und dann werden wir auch teilweise vielleicht Bestehendes arrangieren für uns, also was weiß ich, vielleicht einen Ausschnitt, vielleicht etwas von Brahms oder so. Und dann werden wir natürlich unsere eigenen Sachen, die aus der Band kommen, schreiben. Also ich werde natürlich was schreiben, der Manu De Lago wird was schreiben, die Sophie Abraham wird was schreiben und so weiter und so fort.
der Bakanic, Christian, ja, wurscht, alle die wollen, werden was beitragen. Und so werden wir wieder was Einzigartiges auf die Beine stellen, da bin ich mir sicher. Ja, und es wird sehr bunt. Das auf jeden Fall, und es wird sicher ein sehr interessantes und wunderschönes Klangerlebnis, wie man es sonst nicht hört. Weil das einfach eine ganz besondere Besetzung ist und das gemeinsam mit Chor wird speziell. Stichwort Made in China. Ah. Wir haben ja in L.A. drüben immer wieder mal am Abend die Wiedergang schon Bauschallplatten gehört. Wirklich? Ja, ich habe es meinem Freund Noah zum 40er geschenkt. Mhm. Er liebt sie. Da sitzt man im Wohnzimmer. Mhm. Da habe ich ihm das dann erzählt von der China-Tournee und das Made in China, das wollte ich schon immer, dass die nächste Scheibe so heißen wird. Ja. Oder soll. Oder nein, unser Plan war, wir waren im Mai, also April, Mai waren wir in China und wir wollten dort aufnehmen und wir hätten zwei Konzerte aufgenommen, aus denen hätten wir dann eine Live-CD machen, die hätte Live in, also Made in China geheißen. Und dann ist aber dummerweise so passiert, das zweite Konzert, was wir aufgenommen hätten, wäre das letzte der Tour gewesen. Und das wurde wegen Unwetter abgesagt. Ah, das war das Konzert. Okay. Und jetzt haben wir nur eine Aufnahme vom ersten Konzert und damit geht sie CD aus, beziehungsweise ich habe es noch gar nicht gehört, weil der Plan ist einfach nicht aufgegangen. Mhm. Jetzt weiß ich noch nicht, wie wir genau weitermachen, weil wir haben das noch nicht besprochen. Es ist noch in der Pipeline. Wir fahren im Jänner wieder nach China. Wir holen das Konzert nach, was abgesagt worden ist, und spielen wieder ein paar. Und ich hoffe, dass wir es dann zusammenbringen, dass wir das live aufnehmen. Cool. Weil ich möchte jetzt nicht hergehen und das bei uns irgendwie im Studio aufnehmen und dann sagen, das ist in China aufgenommen, das will ich nicht machen. Mhm. Nein, ich würde das schon so machen. Das ist ja ein Teil von der Idee und ich bin ja ein großer Fan von der Authentizität und das soll einfach, die Leute sollen das kriegen, was draufsteht, das soll drin sein und keine Schummlerei. Und ja, aber ich, wie gesagt, ich habe die Aufnahmen noch nicht einmal gehört. Ich weiß nicht, wir haben in Peking gespielt. Es war ein Konzert, das war sehr gut besucht. Es war super Stimmung. Wir haben aber viel neue Sachen gespielt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, nein, wir haben wirklich, ein Großteil des Programms war neu. Und ich hätte wahnsinnig gerne die Aufnahmen, weil ich habe, glaube ich, als erster Mensch überhaupt morgen von der ERV in Peking gesungen. Okay. Das war sehr lustig, weil es waren ein paar Leute vom österreichischen Konsulat da und für die haben wir dann okay. habe ich dann morgen gesungen. Das war sehr lustig und ich glaube nicht, dass das vor mir schon wer gemacht hat. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Naja, wer weiß. Privat vielleicht schon, aber in einem Konzert. Also es ist auch vom Konzept jetzt, ich habe wieder ganz schon Paul leider sicher schon eineinhalb Jahre nicht gehört. Sagt sehr viel Neues dabei. Es ist sehr viel Neues. Wir fangen zwar trotzdem immer noch mit Faith an, weil Faith ist einfach so ein genialer Opener da. Irgendwie haben wir noch keinen Ersatz für Faith, aber sonst ist sehr viel neu. Und ja, es war wirklich super in China, finde ich. Also das ist ein ehemaliger Student von mir, der hat am Jam fertig studiert, der ist dann rübergegangen und der hat uns jetzt geholt. Mhm. Und ich freue mich, dass das so gut hingehört hat, bis auf das mit dem letzten Konzert. Das hat uns sehr gewurmt, weil das war wirklich eine tolle Halle gewesen. In Zhuhai heißt das. Das ist da zwischen Hongkong und Macau unten. Und das ist ein architektonischer Wahnsinn. Und wir waren auch drin. Ich habe dort geübt in großen Säulen. Ein Wahnsinnsding. Schaut aus wie eine riesige Muschel, die da steht. 40 Meter hoch oder 50. Und nur dann war so ein starker Regen und Sturm. Und das ist auf so einer Insel und das war einfach, die haben die ganze Stadt dann einen Lockdown gemacht über die ganze Stadt und haben alles abgesagt. Das war leider nicht in unserer Macht. Waren da große Reisedistanzen bei der China-Tournee? Ich war leider noch nie drüben. Naja, ja, sicher. Wir sind Peking nach Shanghai und dann auch nach Zhuhai. Das waren jeweils längere Flüge von, was weiß ich, 2,5 Stunden. Okay. Aber interessant, halt, Peking hat 20 Millionen Einwohner, Shanghai 26. Da fliegst eine halbe Stunde über Hochhäuser, bevor du landest. Unglaublich. Das ist unfassbar. Und dann Zhuhai war ein Dorf mit 2 Millionen. Also so viele Einwohner wie in Wien, aber es ist unglaublich. Ein Nest quasi. Ja.
Und am Schluss waren wir nur in Hongkong einen Tag, das war auch sehr schön, da werden wir das nächste Mal auch spielen. Also ich freue mich auf Jänner, da holen wir das dann nach. Und dann hoffe ich, dass wir das Projekt Made in China fertig kriegen. Und wenn wir es dann nicht schaffen, machen wir es beim nächsten Mal. Aber ich bleibe dabei, die nächste Wiederkanz-Spallplatte wird in China aufgenommen sein. Yes, genialer Name, super Idee. Was ich einmal so cool finde, ich war viermal oder fünfmal schon dabei, die Woche vor Weihnachten im Jazzland. Mhm. Das, wie schaut das heuer aus? Das schaut heuer so aus, ich habe noch mit niemandem wirklich geredet, aber es ist das erste Mal, dass der Axel nicht mehr lebt. Der Axel Mellhardt ist gestorben. Das war der Gründer und der Chef vom Jazzland, der das 52 Jahre lang geleitet hat. Er und die Tilly, seine Frau, die lebt noch, die beiden waren auch jeden Tag im Lokal. Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und daran gemessen, dass also die Chefleute jeden Tag im Lokal sind, ist das Jazzland auch der älteste Jazzclub der Welt gewesen. Ja. Es geht weiter, ich weiß nicht genau, wie es organisiert ist, aber ich glaube, es steht momentan auf guten Beinen. Es geht weiter und es ist ja auch ein touristisch sehr gut funktionierendes Lokal, weil das ist eigentlich immer gut besucht durch die Touristen und durch den Standort, wo es ist. Ich plane weiterhin dort jedes Jahr vor Weihnachten die Woche zu spielen, weil da bin ich nicht weit von mir daheim und bin auch Wochen am selben Ort, bin in Wien und gehe einfach am Abend spielen und das ist eigentlich ein Idealzustand, den habe ich sonst sowieso nie. Ich liebe das Lokal, es ist wirklich Familie, da gehst du rein und bist willkommen als Musiker. Ja. Und ich werde auf jeden Fall wieder mit meinem Quintett spielen, das heißt mit dem Florian Trübsbach, mit Mario Gonzi, mit Oliver Kent und mit Philipp Zarfel. Aber ich möchte auch, weil das geht Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, möchte auch zwei oder drei der Abende heuer wieder mit einer größeren Besetzung spielen. Das heißt, so Alhambra-mäßig, so Musik der 20er Jahre, cool. 30er Jahre. Aber das habe ich noch nicht genau bestimmt, aber das wird man dann im Jazzland-Programm lesen. Ich habe auf jeden Fall mit Michi, der das Programm jetzt macht, vor kurzem wieder drüber gewhatsappt und er würde sich sehr freuen, wenn wir das so machen würden. Mhm. Und ja, insofern freue ich mich schon. Außerdem ist es immer ein Zeichen, eine Woche vor Weihnachten, dass jetzt dann wieder Urlaub ist. Da freue ich mich dann auch drauf. Der Podcast hat heute ein ganz anderes Konzept. Wir reden viel über die Projekte, über den Terminkalender, über die ganzen Sachen, was anstehen. Gibt es noch irgendwelche Dinge nächstes Jahr, nächsten zwei Jahren, was interessant wären zu erwähnen, was in der Pipeline sind? Naja, in der Pipeline ist Nozitlas wird eine Show herausbringen zum Johann Strauss Jubiläum nächstes Jahr. Das wird eine große Geschichte werden. Ich werde mit den Tonkünstlern mein Solo-Programm spielen. Sonst fällt mir jetzt auf die Garen nichts ein. Ich werde weiterhin einfach schreiben. Ich hoffe, ich kann mir das Schreiben wieder so angewöhnen. Ich muss mich mal so zuarbeiten, dass ich schreibe. Und wenn ich dann drin bin, dann schreibe ich. Und dann geht auch was weiter. Ich hoffe, dass ich das wieder regelmäßig auch machen kann. Weil es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, diese Supergroup Arrangements zu schreiben und dann zu hören. Also das ist schon was Tolles. Ja. Und ein größeres, ein Lebensziel von mir wäre, irgendwann noch ein größeres Bühnenwerk zu schreiben, also eine Oper oder sowas. Mhm. Aber mit meiner momentanen, in meiner momentanen Auftragslage ist es sicher da nicht, wo ich es hin tun soll. Ja. Aber ja, man wird sehen. Was zur Auflockerung immer bei mir hilft, sind dazwischen Schlagertherapien, die helfen mir und auch den anderen und den Teilnehmenden natürlich, wenn es mir mal zu viel wird. Und dann sicher die Welt wieder ein bisschen klarer. Das stimmt. Die Schlagertherapien, die zaubern Lächeln in die Gesichter. Vielleicht noch ein Thema fürs nächste Jahr. Wir sind ja gerade dabei, du bist da, also die Supergroup ist gerade dabei, das vorzubereiten, medial, Traumschiff. Thema Traumschiff, ja, vielleicht sollst du über das reden. Siehst,
völlig, das, an das habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Das ist lustig. Das ist so, wie wenn man bei einer Session steht und dann fragen alle, was willst du spielen, und dann fällt der Kalier ein. Mhm. Und wir machen von 4. bis 10. Juni 2025 gibt es eine Kreuzfahrt, tatsächlich eine Blasmusik-Kreuzfahrt. Und zwar wird das Schiff wird von Düsseldorf nach Amsterdam fahren und auf dem Weg von Amsterdam wieder zurück wird es Konzerte geben, große Konzerte wird es geben mit Nordsilbrass in Antwerpen und mit der Supergroup in Arnheim, und kleinere Konzerte wird es die ganze Zeit geben an Bord und in kleineren Locations. Der Holger Müller wird mit an Bord sein die ganze Zeit, und der Holger wird mit seinen Freunden, also das sind so Ältere, die früher Egerländer gespielt haben, und die werden gemeinsam ein Konzert machen, wo sie wirklich nur Egerländer-Raritäten spielen, die man nicht mehr zum Hören kriegt, seit 20, 30 Jahren. Dann wird an Bord Schlagertherapie sein, es wird an Bord wieder ganz Spaul sein. Ich werde die ganze Zeit vor Ort sein als Kapitän, und der Leonhard, Professor Paul, wird als Schiffsseelsorger an Bord sein. Ja, da kann nichts schief gehen. Es kann nichts schief gehen. Und die Leute, die da mitfahren, können natürlich auch ihre Instrumente mitnehmen. Es soll ein bisschen wie ein Schwimmen der Musikantenwochen. Aber ist das geil. ich weiß auch noch nicht genau, wie es funktioniert. Das ist das sind Unternehmer aus Kärnten, die machen viele solche Sachen, solche Kreuzfahrten für alle möglichen Themen. Und das ist das erste Mal, dass sie das mit Blasmusik versuchen. Und ich kann mir das super vorstellen, weil du bist quasi wie in einem schwimmenden Vier-Stern-Hotel unterwegs. Und du über Nacht fährt man, glaube ich, wohin, und dann geht man am Tag raus und schaut sich was an, wenn man will, oder bleibt man an Bord. Und da gibt es verschiedene Sachen, die man an Bord machen kann. Was weiß ich, dann kann man mal einen Workshop machen und mit den Leuten ein bisschen spielen, oder man kann ein bisschen singen. Dann gibt es wird ein Captain's Dinner geben. Man kann sich therapieren lassen. Man kann sich direkt therapieren lassen, und man kann natürlich wirklich hautnah mit den Musikern und Musikerinnen zusammenkommen und Zeit verbringen. Und ja, ich stelle mir das sehr lustig vor, aber ich habe es noch nie gemacht, deswegen kann ich es nur erahnen. Aber so wie ich die Community kenne, kann es nur was sehr Lustiges und sehr Friedliches werden. Wir werden sehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil es wieder was Neues ist, was ich noch nie gemacht habe. Super spannend, geile Idee. Wir haben auf jeden Fall, wir haben schon einen Trailer gemacht. Wir haben auf einem Schiff, das sage ich jetzt ganz, unter uns, sagt es nicht weiter, wir haben schon einen Trailer gemacht, wo wir drei, also der Holger, der Leonhard und ich, wirklich an Bord eines Schiffes in Uniform haben wir gedreht, und ich habe einen Jingle dazu geschrieben, den hat die Supergroup aufgenommen, und das wird so wie, wer sich erinnern kann an die Serie Love Boat, so einen Trailer wird es geben. Das ist sehr witzig. Ich habe schon einen ersten Schnitt gesehen, und sobald das rauskommt, vielleicht kann man es irgendwie verlinken, wenn es das dann gibt, dass man sich das anschauen kann. Schaut einmal rein, vielleicht ist das was für euch. Genau, ganz wichtige Info noch, das habe ich nämlich auch gerade erst erfahren. Wenn man mitfährt auf so einer Reise, die natürlich auch Geld kostet, ist Essen und Trinken all inclusive. Das heißt, es stehen hier alle Türen offen. Ja, ein spannendes Jahr steht bevor. Spannender Herbst, spannendes 2025. Bin schon sehr neugierig auf diese Traumschiff-Geschichte vor allem. Ja, da bin ich auch gespannt. Und noch, wenn 2025 aus ist, bin ich dann 50. Dann kann ich mir so überlegen, wie es weitergeht mit dem Spülen, wo du mir am Anfang nämlich gefragt hast. Gibt es eine kleinere Pause einmal? Das glaube ich nicht. Aber ja, nein, im 26er Jahr mache ich einmal eine längere Pause, aber erst im Sommer. Aber die mache ich dann wirklich länger. Also da werde ich sicher 3 Monate nicht spülen. Also da. Nur das muss ich auch planen. Das ist ja auch immer der Krampf. Man muss das immer planen. Lieber Thomas, danke. Das waren auch für mich super. Viele Infos, neue Infos, ganz interessante Geschichten. Ich freue mich auf den Herbst, ich freue mich aufs nächste Jahr. Ich freue mich auch, wenn wir wieder spielen miteinander. Ja, unglaublich. Schaut's rein auf www.
Ja, gansch@home.com oder thomasgansch.com gibt es, glaube ich, auch. Aber das führt alles zur selben Adresse. Und sonst, wer es aushält, kann auf Facebook immer wieder nachschauen, weil da kriegt man auch mit, was ich so tue. Und Insta natürlich und das Übliche. Aber prinzipiell auf gansch@home.com stehen immer alle Termine, soweit ich sie weiß. Und ja, aus dem kann man so ein bisschen Videos anschauen und so, was weiß ich, was mache ich so. Damit man am Laufenden bleibt. Damit man am Laufenden bleibt, genau. Ja, dem kann ich mich nur anschließen, www.schiefko.at, dort sind immer die neuesten Podcasts drinnen. Abonniert am Podcast, ich bin nicht mehr auf Facebook, mache die Posts jetzt nur mehr auf Insta, da gibt es immer wieder Neuigkeiten zu diversen Projekten und so weiter. Auf jeden Fall danke fürs Zuhören, danke lieber Thomas fürs Mitmachen, fürs erneute Mitmachen. Bitte jederzeit gerne. Und wir sehen uns dann in Kürze wieder. Ja, wir zwei sehen uns im Oktober. Genau. Bei der Filmmusik. Bei der Filmmusik, Blasmusik aus Hollywood. Genau, und da gehen wir jetzt beide üben. Jetzt gehen wir üben. Herzlichen Dank, tschüss, pfiat euch. Baba.